ihr Mäuse, wenn ihr vielleicht Kontakte habt für gute Hyaluronunterspritzung, ich denke drüber nach. Aber ich meine, ich bin ja noch jung. Ja, aber vielleicht... Nee, nicht jung. Ab ja. 25 fängt man im Schnitt an mit dem Aufspritzen, weil die Haut dann schon im Abbau wieder ist. Ach Mäuschen, das ist doch alles nur Geldmacherei. Nein. Ach, mit 25 musst du doch noch nicht dich unterspritzen lassen. Kommt immer darauf an, wie das Hautbild ist. Naja gut, ich meine, wenn man Dysgenik ist, dann hätte man schon vorher anfangen müssen. Ja, da hätte auch mal eine Nasen-OP schon längst stattfinden müssen. Aber... Apropos Nase, ist die echt? Nein. Auch nicht. An mir ist gar nichts mehr echt. Das hat Michaela neulich auch gesagt. Zeig mal kurz deine Nase von der Seite. Das ist doch eine ganz, ganz kleine Stupsnase. Ja. Oh, da kommt unser Essen. Oh. Wollt ihr hier sitzen? Ist das okay? Ja, wir bleiben hier sitzen, ja. Vielen Dank. Lecker. Guck mal hier. Du hast jetzt Penne Arrabbiata mit irgendwas, genau, ne? Und ich habe ein Omelett mit Thunfisch. Weil Jamila hat nämlich in ein paar Tagen einen Dreh mit für einen Werbefilm für die Berliner Morgenpost. Ganz seriös. Ja, wobei die Berliner Morgenpost natürlich auch ein rechtskonservatives Morgenmagazin, eine Zeitung ist. Na gucken. Und da wollen sie halt so einen coolen Werbefilm machen, so wie die BVG das neulich hier in Berlin gemacht hat. Und da haben sie Jamila gebucht. Du stehst vorm KDW, genau, in deiner Einstellung mit deinen zwei Möpsen. Du hast genau zwei Möpse. Genau. Wie heißen die Möpse? Rufus und Carlos. Rufus und Carlos, genau. Und da stehst du da und sollst Kaugummi kauen. Kaugummi kauen und eine Blase machen. Egal ob Atze oder Göre, ob Lady oder Gentleman. Ich glaube, die wollen einfach nur so ausgeflippte Szene, semi-prominente Menschen zeigen. Deshalb sind wir mit dabei. Semi-prominente, ja, ganz große Klasse. Semi-prominente Berlin-Gesichter. Deshalb sind wir mit dabei. Wir machen das auch für wenig Geld. Und ich drehe jetzt auch ein paar Tage, und zwar am Kumpelnest. Das ist eine, ja, ich möchte sagen, in erster Linie schwule Bar, aber die ist eigentlich so alles. Und wenn Stefan plötzlich Steffi ist, Berlin, Berlin, Berlin. Da, wo sich die ganzen Drogensüchtigen ab 4 Uhr nachts noch einfinden, weil sie dann noch da Kokain kaufen wollen. Das ist das Kumpelnest. Ey, das Kumpelnest ist wirklich sehr verdruckt. Ja. Ich war noch nie in so einem Laden. Ja, es heißt jetzt nicht, dass es Heroin am Tresen gibt, aber... Also Heroin ist das, was man spritzt, ne? Nicht Heroin, Kokain, Schatz. Nicht Heroin. Das geht durch die Nase, ne? Ja, ja. Hast du noch nie Drogen genommen? Mhm. Brauche auch nicht, nicht. Ich habe noch nie eine Zigarette geraucht. Ich weiß noch nicht mal, wie man die hält. Deswegen weiß ich... Oder nicht mal Heroin, Kokain, naja, wo spritzt man was rein, ne? Also du hast aber gekifft, hast du schon mal? Nein. Auch nicht? Sag mal, was hast du denn in deiner Jugend überhaupt gemacht? Du hast da gar keinen Spaß gehabt in deiner Jugend. Nee, stimmt. Du hast einen Rechtsanwalt in der Schweiz? Ach so, ja, ja. Warum? Muss man haben. Muss man haben. Also gehört zum allgemeinen Gehört zum guten Ton, okay, gut. Ich brauche einen Anwalt in der Schweiz. Jetzt mal für alle Zuschauer. Vor allem bringst du nicht mal Kohle. Es gab ein Foto. Und es gab ein Oktoberfest, da bringt nicht mal 10 Euro, kriegst du dafür, ja? Es denn wenn es wenigstens noch gute Kohle, ich sage ja immer, Geld stinkt nicht, ja, aber dann macht's doch richtig. Es gab ein Foto und da waren Michaela Schäfer und Yvonne Wölke auf dem Oktoberfest. Noch ein hässliches Outfit und war ja noch nicht mal schön. Und dann haben die blank immer gezogen. Immer diese billigen Dinger da an. Die haben ja nicht mal teure Dessous an. Das ist immer dieser Billig-Touch, ja. Das so von Sarah Young, ja, aus so dem Erotik-Shop. Ja. Mal schön Agent Provocateur, oh. Victoria's Secret, dann hallo, geil. Aber doch nicht so ein Billig-Scheiß da. Ja gut, aber vielleicht möchte die Yvonne Wölke einfach in die Billigschiene gehen. Nein, Yvonne braucht mal wieder eine Ansage von mir und dann ist auch wieder alles gut. Also das heißt, du siehst dich ein bisschen in der Rolle der betreuenden Person. Genau. Was hältst du von Harald Glückler eigentlich? Cool. Ja? Sehr cool. Mag ich sehr gerne. Weil? Ja, weil. Weil, warum findest du ihn cool? Weil, erstens mal finde ich ihn cool, weil er damals mich eingeladen hat zu seiner legendären
Also ich muss jetzt immer wieder sagen, diese Shop-Eröffnung damals im Mitte, da warst du da auch, oder? Nee, ich war irgendwann mal da, aber bei der Eröffnung war ich nicht da. Die Shop-Eröffnung in Mitte war legendär. Warum denn? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Presse und Fotografen auf einem Haufen gesehen, was da los war. Durchorganisiert von Anfang bis Ende, da war alles, da war VIP, da war Security, da waren Getränke, du konntest sitzen, es war hammermäßig. Er hat mich schon ausgestattet für Fotoshootings etc. Er ist da sehr professionell, sehr entgegenkommend. Will natürlich alles vorher genau sehen, welche Kette, welches Armband zu welchem Kleid. Muss alles abgesegnet werden. So, wir waren noch zusammen bei Glöckler. Da hast du mich mitgenommen zu dieser seine Galerie da. Genau, das meintest du, oder nein, was? Danach hatte ich nochmal das Stimmt, Vergnügen. Stimmt, du hast das Kleid bekommen von ihm, ja. Ja, und ich hatte danach noch ein großes Shooting für ein Männermagazin. Und da hat er wirklich alles, was ich wollte, habe ich bekommen. Was war das, Penthouse oder was war das? Om-Magazin. Om? Über dieses scheiß Magazin brauchen wir nicht sprechen, weil den Typen verfolge ich gerade mit meinem Anwalt. Der hat den Warum? Nicht gezahlt. Der nicht gezahlt? Ist nicht dein Ernst. Aber, was ich sagen wollte... Dein Schweizer Anwalt macht das? Nee, das macht ein deutscher Anwalt. Ach so, okay, gut. Steffen Matti. Hi, Steffen. ich hoffe, ich brauche dich nie, aber... Aber, ja, es ist einfach so, dass ich arbeite sehr gerne mit sehr professionellen Menschen zusammen. Wie mit mir zum Beispiel. Wie mit dir, ja. Wo man weiß, von Anfang bis Ende ist alles geplant und das klappt und man kann sich darauf verlassen. Das ist ganz wichtig heutzutage. Das stimmt. Und es gibt so viele Menschen, die dann irgendwie kurzfristig absagen. Und das machst du auch nie. Nee. Ich habe Jamila irgendwie vor einer Woche angeschrieben, hey Jamila, hast du Lust, mit mir ein YouTube-Video zu machen? Auf WhatsApp, du hast innerhalb von 2 Minuten geantwortet. Ja, ich sitze den ganzen Tag auf meinem Handy. viele erschrecken sich immer, wie schnell ich antworte. Und dann war es ganz einfach, einen Termin auszumachen und jetzt sitzen wir hier irgendwie so ein Mäuschen. Ja. Sharing is caring.